So, herzlich willkommen zum dritten Teil von Jurassic World. Wir haben ja von den freien Modus gehabt, um hierher zu kommen. Deswegen haben wir das Video erstmal geteilt. So, und weiter geht's. Genau. Das hier ist jetzt eine Welt. Ja. Da oben schon die Ratten rum hier. Quiek! Sie sollten aufpassen, sonst sind sie schon immer Raptorfutter. Schieß mal den Danny, Dennis da ab. Glotzt hier nicht so. Weg damit. Ist sogar ein Minikit. Ja. Die Kameras abschießen. Ups, oder? Steht jetzt mit dem Betäubung. Stimmt. Ja. Aber die müssen ganz schöne Wucht haben, die Betäubungspfeile. Dass sie sogar eine, so eine Linse zerlegen können. Ich glaube, echte Betäubungsweile sind nicht so kräftig. Ja. Weil die sollen ja den Dino betäuben und nicht töten. Nö. Puh, das stinkt! Ja. Na, die Lady macht das gerne. Und auch andere Charaktere. Hier unten ist wieder eine Linse. Zwei sogar. Ja, da muss sie extra runter. Boah, wie die mich beobachtet, ja. Die sind noch fett dran. Ich glaube, du konntest sogar mehrere anvisieren. Ich will aber nicht, dass so viele Stats verloren gehen. So. Jetzt werden wir nicht mehr beobachtet bei unserem Tun. Ja. Ich kann mal alles randalieren, ja. Ohne dass einer es bemerkt. Überrollt. Steck mir jetzt den Briefkasten. War doch keine Dampfwalze. Ein paar Scorpio Taurus. Schon wieder platt. Die Scorpio Taurus könnte man nicht platt machen. Schon wieder, du bist schon wieder platt. Dort kann ich dich doch gar nicht verschicken, wie ich dich platt mache. Ja. Ich kann in eine Briefbombe versteckt werden. Da kann man nur mit einer anderen Figur durch. Durch diese Gitter hier. Ja, mit dem Mini. Ist halt kein. Ist kein direkter Charakter. Ein Chompy ging durch auch, ja. Nur der Chompy ist dafür geeignet. Ja, genau. Aber damit sind nicht die Chompys aus Skylanders gemeint. Ja. Oder Chompy Mage. Ja, in Jurassic World ist, wird ein anderes, wird was anderes Chompies genannt. Werdet ihr bei Zeiten aber dann sehen. Ja, die sind nämlich grün. Und vor allem sehr klein. Sogar ja, noch die anderen Chompies sind aber auch grün. Ah, die Scorpions kann man komischerweise nicht angreifen. Nö. Die krabbeln einfach nur blöd rum. Alles. Sieht so aus. Komplett aufgeräumt. Ah ja, für das Rennvieh. Was den Spieß umdrehen will. Ja. Na, warte noch länger, dann ist es weg. Die ganzen Stats. Du bist der Spurensucher. Mal sehen, was ich hier finde. Ich kann Gegner nur frittieren. Ich kann Charaktere nur frittieren. Ah, den Schalter. Und was macht der da? Ah, der gießt was. Gieß nur mal die anderen Pflanzen, nicht immer die eine nur. Da musst du wieder ran. Also. Ist wieder so ein X. Dreieck X. X, Dreieck X. Na, Polizist, wo bist du? Hier drinnen ist das Vieh. Ja. Ja, es geht zum Fressen, ja. Die soll selber verfüttert werden. Da drin Vieh? Ja.
Man kann das hier auch reiten. Ich glaube, das muss man sogar reiten. Und Rodeo. Klack, 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 klack. Muss man sogar reiten. Muss man sogar reiten. Eine Schau. Aber irgendwie kommt da das Vieh, das Vieh trotzdem raus. Ja, und das Senden, was sich da so bewegt, da soll es mich jetzt rein. Ja, wir sind immer. Boing! Au! Au. Eine Spanne. Fütterungszeit! Ja, aber mal Fütterungszeit mal anders. Das Vieh ist nämlich schlau. Na? Was ist jetzt los? Des Wesens des Chaos. Als ob eine Kuh das auch machen könnte. Ja. War im Originalfilm das eigentlich auch so? Nee, da wurde das Vieh wirklich verfüttert. Da war nur noch das Bandvieh, war. Von dem Rindvieh? Ja. Peinlich! Der ist zensiert, der aber hält sich den Helm davor, ja. Keine Frage? Nein, nein, nein. Was sagen wir jetzt hier? Wir fahren elektrisch und zwar auf dieser Schiene in der Mitte der Straße. Keine Kosten gescheut. Doch! Ups! Ja, keine Kosten gescheut. Und warum ist das Ding da eben abgefallen? Mit dem Chaos ist mir unklar. Kurz gesagt, der Schmetterlingseffekt. Ein Schmetterling schlägt in Peking mit den Flügeln und in New York krankheit dreht sie. Sehen Sie? Niemand hätte vorher so einfach ausgestiegen. Plötzlich aus dem fahrenden Fahrzeug springt. Alan? Und jetzt müssen wir die Dinos feilen. Den Dino. Oh, wow. Keine Angst, kommen Sie ruhig. Es ist okay. Sie ist krank. Gesundheit! Klatsch. Ich muss darauf bestehen, dass wir weiterfahren. Oh, wenn alle einverstanden sind, würde ich gerne bei Dr. Harding bleiben. Sicher. Okay? Scheint alle 6 Wochen bei ihr aufzutreten. Ich müsste mir mal ihr Häufchen ansehen. Hä? Ja, die macht jetzt erstmal einen Kackbart. Manche Charaktere, wie zum Beispiel Alan, können Dinohaufen untersuchen, um herauszufinden, warum manche Dino krank sind. Untersuchen, ja. Untersuchen sieht anders aus. Aber vorhin, Moment. Bisschen hüpf. Schau, man kann den nicht erschießen. Was denn, wolltest du den Hasenbraten etwa erschießen? Ja, aber richtig. Warum das denn? Was hat er denn hier denn getan? Ich habe einfach Hungerphase. Ich habe nicht. Aber der sollte natürlich noch am Stück noch da sein. Wenn ich zu doll drauf knalle, dann ist er nicht mehr da. Verwende eine Gießkanne wie die, die Alan besitzt, um Pflanzen zu begießen. Zu gießen. Aber natürlich mit der Turbo-Gießkanne, da ist super Dünger drin. Mega Dünger. Und schon ist das Ding gewachsen. Schon ist das Kraut gewachsen. Eine sehr dunkle Höhle. Ein bisschen zu dunkel. Aber genau. Du kannst Lego-Seile klettern, um höher gelegene Orte zu erreichen. Verwende bla bla bla. Um hin und her zu schwingen. Das ist schon das erste Item. Das nehmen wir aber später mit. Das musst du sogar nehmen. Sie ist leider keine Spurensucherin. Ja.
Die Möhre ist das, so wie es aussieht. Ne, eine Pflanze war das. Ich glaube, das war eins da, eine Sache davon. Apfel. Ja, der Apfel. Aber vorher wollen wir uns das anzeigen lassen, sonst können wir. Nee, sonst können wir die Jungen nicht einsammeln. Rein in die so. Rein in das Zeug. Ja. Boah. Stimmt. Wie kannst du da nur reingehen? Warst du nicht mal rosa? Bin ich doch noch. Sei froh, dass du keinen Bart trägst. Bin ich doch noch rosa. Also, hast du mich einen braunen Bart. Aber zum Glück bist du weiblich. Keine Angst, ich weiß was. Mal sehen. Mist. Da sind die drei Items. Ja. Apfel, Möhre, Eis. Ja, wir wissen, dass er giftig ist, aber die Tiere fressen ihn nicht. Sind Sie sicher? Ziemlich, ja. Na klar. Na, da musst du wieder ran. Schon unterwegs. Der Ringtanz ist schon da. Wie so eine Satellitenpflanze sieht das aus? Piep, 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 kleiner Satellit. Ein Spider-Man. Ich dachte, ein Spider-Girl. Und doch. Ah, Mist, rein da! Ja, und warum flattert da jetzt ein Butterfly rum hier? Ich habe gedacht, die sind verboten. Das Eis. Jo, na klar, ey, die haben ja Langeweile, ja. Eis im Mist hucken, na lecker. Ja, und wie kommt das da drin? Ist das überhaupt noch kalt? Nee, lauf, Schnee warm. Hey, was quatschst du? Der Apfel war hier oben. Und wo ist das Ei? Weg da, Häschen. Ah, da ist schon mal die Möhre. Hab sie. Hab das Möhrchen. Ich nehme schon mal den Apfel hier. Ja, dreht sie. Die Pupillen sind geweitet. Ich bin nur noch der Apfel. So, der ist schon runter, aber... Wolltest du den Baum komplett fällen? Ja. Nein, Spider, du kriegst ihn nicht. Den kriegt das der Triceratops. Ja, und den können wir natürlich gleich benutzen. Müssen wir sogar. Kling! Helfende Hand, heile ein Dino. Okay. Ja, nur das Hauptkonto. Bist du das Rayon? Ja. Attacke und Vollgas! Würden wir aus dem Weg gehen, eine kleine Hase, ja. Der Haufen ist noch nicht untersucht, oder? Doch, der ist schon untersucht. Da war doch das Möhrchen. Viereck. Aber am besten von da vorne. Viereck gedrückt halten. Bums! Erste Ding kaputt. Da ist der nächste Stein. Worms, zweite Teil kaputt. Und jetzt da an die Wand kram. Versuch's mal mit mehr Anlauf. Aus dem Weg, hier kommen 1000 PS. Ja. Aber ich glaube, da braucht man einen nachtaktiven Charakter. Nee. Nee. Und jetzt in den Baum stumpf. Und jetzt den Baum wegknacksen. Oh! Upsi, welches Auto? Ich sehe da höchsten Schrottberg. Ich sehe auch nur noch einen Haufen Schrott. Welches Auto? Ich sehe hier kein Auto mehr. Du? Nee. Zum Besucherzentrum ist es nicht mehr weit. Klappe ja, halten. Nicht mal weit, ja. Aber ich muss da ein Flugzeug für haben. Und dann True Believer. Wams! Weg mit dem Baum. Oh. Achtung, er fällt! Wams! So, hier muss ich jetzt mal runter. Man kann nämlich hier nicht mitnehmen. Noch nicht. Aber für ihn wird eine Brücke gebaut.
Jo. Gehst du erstmal baden? Ich bin kein Bartträger, also muss ich den noch nicht waschen. Aber deine Sonnenbrille. Ja, die war wie so eingestaubt schon, ne? Und hier jetzt hier nicht drauf, ja. Deine Sonnenbrille hat mal eine Reinigung gebraucht. Boah, ich bin voll ausgerutscht, ja. Oh, hier wird jetzt was wachsen, wo der Triceratops auch drüber kann. So, das sind Titanenpflanzen. Jetzt kann das Trion auch herkommen. Na, einfach umgerannt. Ruhig, Junge. Ist ein Mädchen. Hier ist ein Fels, den du kaputt machen kannst. Mit dem Trion. Stärker. Der Schmetterling war stärker. Ja. Ist auch ein Butterfly, deswegen ja. Klar. Alle gefunden. Au! Hat jemand eine Schaufel? Ich nicht. Sag. Der Schmetterling war stärker. Ja, dürfte eine Schaufel haben? Ich glaube auch nicht. Guck, ob der die Formen gelernt hat. Nee. Er hat die Formen nicht. Kennt die TM nicht. Ah ja, war ja eine TM gewesen. Na toll. Warst du das, Dreihorn? Ja. Schäm dich. Ich bin leider zu blöd für diese Konsole. Ja. Mal gucken, was das für eine Konsole überhaupt ist. Viereck, X, Dreieck. Ich bin leider zu blöd für diese Konsole. Weil die Tasten so angezeigt wurden, heißt das, es war eine 4. Wenn es ganz andere Tasten, A, B und so Kram wäre. A, B, X, Y? Ja. Aber kann auch eine Switch gewesen sein. Oder ein anderes, was diese 4 Tasten hat. Ja. Weil die Xbox und die Switch haben fast dieselben Tasten. Also ich kann es Ihnen nicht verübeln, sich bei dem Wetter einen Unterschlupf zu suchen. Da muss ich mal gegenknallen. Sieht so aus. Vorher kommt das Trion auch nicht weiter. Siehst ja hier. Ja. Ich schätze, das Auto haben sie auch mitgenommen. Dann suchen wir Auto? Was für ein Auto? Du hast hier einen Stud liegen lassen. Was ist denn mit der Kurbel der Vorwinde passiert? Die hat sich ja irgendwie. Da ist gar nichts passiert, ne? Ah oh ja, ein Zahnrad musste hier, ja. Weil wir an diesem Zaun vorbeikommen, sind wir nur im Besucherzentrum. Na, gucken, wo das ist. Ich glaube, das war da hinten irgendwo drin, ne? Ne, da muss man drehen. Mach erstmal hier das Kleinkram putt. Und ich hab da schon gesehen. Geh du mal zu Trizi. Andrew, geh du mal zu Trizi. Oh, die Butterflies ist mal hier. Mach du mal ein Auge auf Trizi. Nee, mit dem ja ein Auge auf sie werfen. Aber ich darf lieber nicht. Das heißt, du sollst zu ihr hingehen. Du Nase. Auf ihre Seite. Die ist noch sehr unbeholfen. Sie brauchen na, du weißt schon. Oder? Ja, klar. Ja, komm mal. Oh, haben wir nicht. Was? Da muss ich dann ran. Oh. Jo, erstmal einen Kack kaufen, dann hast du erstmal dran baden. Nicht ohne Stats. Juhu! Scheiße! Da ist die Kurbel, eine Kurbel. Voll das Model, ja, aber brauchen gar nicht gerne so was.
Habe ich aus Versehen fallen lassen. Teleportiert sich ja mal dahin. Wo es zuerst gefunden wurde. Stärke. Nö, nicht unbedingt Stärke. Den Bernstein gefunden. Den hätten wir so oder so gekriegt. Ja. Den Bernstein hätten wir so oder so gekriegt. Ja, weil der ist nämlich genau. Ui, den hängst, dann wechsel mal kurz den Charakter ab. Ich glaube, wir haben hier alles, oder? Ich glaube, wenn du wieder in der Nähe bist, dann, dann komme ich wieder frei. Hm? Irgendwie anscheinend nicht. Ja, ich sag ihm sorry, ich hab die Pflanze einfach mal kurz gemacht. Hast du einfach mal putte gemacht? Lag, war hier hinter der Bernstein, stimmt's? Ja. Und hier vorne haben wir alles. Sie kann da leider nicht. Trizi kann nicht dadurch. Ja. Die ist so groß. Wie oft habe ich schon gesagt, dass wir Schließmechanismen für die Fahrzeugtüren brauchen? Punkt 151 auf der heutigen Fehlerliste. Wir haben die gleichen Probleme wie Vergnügungsparks und Zoos. Und unsere Computer haben Kinderkrankheiten. Dann sollen sie mal heilen. Genau. Dennis, unser Leben liegt in ihren Händen. Boah. Sie stellen sich so ungeschickt an. Ach, der Typ hier. Ich werde zu Lebzeiten vollkommen verkannt. Kennen Sie jemanden, der 8 Connection Machines vernetzen und 2 Millionen Zeilen Code debuggen kann für mein Gehalt? Ruhe jetzt, du Zwale. Sie kommen jetzt zum Tyrannosaurus-Gehege. Nicht vergessen, lebensfähige Embryos. Sie sind nutzlos, wenn sie nicht überleben. 1,5 Millionen, wenn sie alle 15 Arten von der Insel kriegen. 7 Uhr, am E-Stock. So ein hinterhältiger Typ. Ja. Willkommen im Jurassic Park. Ah, so heißt die Welt. Ja, oder was stört? Da geht's aber jetzt nicht hin. Kling! Bingo! Dino DNS, finde ein Bernstein. Ja. Kling! Die Ruhe vorm Sturm. Zack, zack. Und ich glaube, das Skelett war sogar Triceratops in diesem Fall hier. Alan Grant. Harry Settler. Gary Harding. Dennis Nedry freigeschalten. Donald Gennaro freigeschalten. Ingame-Labortechniker freigeschalten. Ich hab jetzt nicht so viel Pass, ob wir den wahren Dings geschafft haben. Ja, Hammer. Den Überlebenden. Triceratops freigeschalten, weil wir den hier gesteuert haben. Ja. Der ist der Bernstein, den wir auf jeden Fall kriegt. Und ich glaube, der Bernstein... Ja, Hammer. Und ich glaube, der Bernstein im Prolog war der Raptor-Bernstein. Hammer. So, und das war's dann für das dritte Let's Play und wir sehen uns dann im nächsten wieder. So, und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich glaube...